bedlam at yet another party. Why did he choose this place, Dr. McBride? The pharmaceutical company, Apion Inc., from which my patient was recently fired, was throwing a company party there. Who was he looking for? Darius had only one friend at work. His name was Archer. They said on the news he had been hospitalized the day before the party. That must be why Darius headed to the hospital. That night, the doctors at North Genesis Hospital were on strike. So party animals took the place over for their next shindig. If only they knew that, for many of them, it would be their last. Moin moin, mein Name ist Hendrik Löwe und Episode 3 im Krankenhaus, 16 Tage vor dem Interview. Ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Ich habe jetzt schon mehrfach Aufnahmen gestartet und irgendwie ist die Musik gerade lauter als gewohnt. Oder ich werde einfach alt. Denn es ist folgendermaßen. Hier oben gibt es einen Terminator. Oder irgend so einen Wachmann, sage ich mal. Wachmann. Terminator hatte ich zwar hier auch mal, aber der Wachmann macht uns das Leben schwer. Und an die Wachen hier rechts im Gang und den hier kommen wir nur vorbei, wenn wir da einen Ausweis haben. Ich habe es mehrfach versucht, weil es einfach Spaß macht, alle zu töten. Aber es gibt hier einfach zu wenig Möglichkeiten, Leute zu eliminieren, also zu wenig Fallen, finde ich. Darum, weil ich jetzt auch die Aufnahme schon mehrere Male gestartet habe, habe ich langsam die Schnauze voll von dieser Karte. Und ich werde jetzt einfach die 8 wichtigsten Ziele töten. Und natürlich ein bisschen Kruppzeug, um hier ein bisschen voranzukommen. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier diese Map endlich hinter uns lassen können. Alter, ich wollte Wasser auskippen. Ich kipp immer noch Wasser aus. Toll. Toll, leerer Kanister. Oh, das ist schon wieder. Da muss ich einmal echt rumlaufen. Dann machen wir noch die zweite Falle hier. Wir müssen irgendwie den Ausgang so ein bisschen versperren. Wenn wir eh schon einmal außen rumlaufen müssen. Lauft und brennt. Na, hätten mehr sterben können. Aber es sterben nicht alle, die durch Feuer laufen. So, und da haben wir auch schon unser erstes Ziel. Gekillt, dafür kriegen wir ein Kondom. Geh denn hin. Wenn ihr gerade schon da so steht, dann nehmen wir euch mal mit. Oh, 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 schnell weg damit. Die sind ja schon wieder da. So, ich hoffe, das Wasser liegt da noch. Hm, schade, mit dem Wasser geht das irgendwie nicht. Oh, da muss eine Wasserpfütze sein. Oh doch, jetzt haben wir da einen. Zwei Ärzte und den Arzthelfer. Geil. Gut, da kriegen wir gleich da einen Ausweis und mit denen können wir jetzt an diesen ganzen Ärzten vorbeigehen. Die Polizei ist schon wieder da. Bleib doch mal einfach hier, wenn so viel los ist. Ja, tötet sie alle, wäre am besten. Motorrad kann man... Schon wieder die... was ist los? Warum kommen die und gehen wieder weg? Mit dem Motorrad kann man fahren. Auch Leute umfahren, aber... Ich bin ganz ehrlich, ich bin zu schlecht dafür, durch das Gelände zu fahren. Da war die Stimme weg. Durch das Gelände zu fahren ist nicht leicht. Aua, Katze. Danke, Katze. Was man auch machen kann, ist hier... Was? Reinschubsen in den Grill. Jedes Mal wieder schön.
Kann ich hier vielleicht ein paar Leute anlocken? Das ist ein Ventil, das geht dann hoch. Nein, tanz weiter, Baby, doch. Ich dachte, die verprügelt mich. Na los, ihr kleinen Schweine. Na, müssen die reichen. Pinguin. Oh, da sind ein paar Leute mehr. Versuchen wir es hier nochmal. Los, wir tanzen hier vorne an diesem komischen Fass. Nur das Fass macht Spaß. Genau. Habe ich gedrückt? Aber ich finde die Fallen jetzt nicht so besonders. Außer innen drin ist eine, die ist ganz gut. Die hebe ich mir nochmal auf. Zwei Ziele, die wir auf jeden Fall eliminieren müssen. Wie gesagt, oben links durch den Sicherheitsmann, den kriegen wir nicht getötet. Ich habe es mehrfach versucht. Und die Putzfrau können wir nicht töten. Die verprügelt uns. Aber bei der Putzfrau überleben wir, wenn wir verprügelt werden. Bei dem Wachmann nicht. Ah, da ist er ja. Und wir haben noch nicht einen Ausweis, fällt mir gerade ein. Scheiße. Ich kann jetzt hier nicht flüchten. Weil die mich ja nicht verprügeln. Oh, der Rollwagen steht anders. Der Roller. Der stand meistens da, wo der Kaugummiautomat ist. Und damit habe ich schon Polizisten getötet. Aber in diese Richtung ist doof. Wo ist der Security-Mann hingegangen? Dann gehen wir mal auf die Seite zurück. Oh, hier ist ein Mülleimer. Und du bist hier. Cool, komm her. Ein da. Hallo, schöne Ärztin. Oder Krankenschwester. Wenn hier gerade mal Milton sind und Leute, dann kann man die auch mal töten und ja. Einfach mal wegpacken, ne? Da kommt der Security-Mann wieder. Ich lauf mal schnell rein. Ah, scheiße, das ist ein Sicherheitsmann. Der lebt hier noch! Aus Klo. Der lebt hier noch. Oh. Können wir doch töten. Tschüss, Sikowski. Ah ja, wir können ja hier reanimieren. Wir müssen so einen Wachtypen reanimieren. Und mit einem Ausweis an ihm vorbeilaufen. Ausweise liegen hier Gott sei Dank hier genug rum. Schlüsselkarte nehmen. Ich kann nicht widerstehen, wenn da jemand ist an mein Mülleimer, ne? An meinen Schredder. Dann muss ich einfach hinlaufen und eliminieren. Das geht nicht anders. Wenn er schläft, komm. Kurz abstechen. Und rein damit. Warum konnte ich jetzt den Wachmann von hinten töten? Das geht normalerweise gar nicht. Oh, geht's aufs Klo? Nein, jetzt schon. Ah, behält das voll. Na gut, guck, wie aufs Scheiß aus mit dir. So, jetzt können wir an dem vorbeigehen hier, ganz lässig. Hier, ich habe Ausweis. So, die machen hier ein Porno oder sowas? Ne, die Porno-Troller ist da oben. Der Delikt hier, den kann ich nicht töten. Da bin ich auch schon auf die Nase gefallen. Ah, hier können wir gleich einen Wachmann reanimieren. Ah. Draußen ist keiner, ist gut. Oh, oh, hier brennt. Hm. Ich hoffe, wenn ich jetzt... Ah, den kann ich nicht messen, da sind Leute. Ich
will einen zu reanimieren. Ich habe Angst, dass ich jetzt da mit der Leiche vorbeilaufe, dass er dann die Polizei ruft. Da ist der Security-Wichser. Gegen den kommen wir nicht an. Noch eine Schlüsselkarte. Schlaftabletten? Ah ne, ich habe die Schlüsselkarte wegge... Nein, ich behalte die Schlüsselkarte. Lass die scheiß Tabletten hier. Obwohl, das ist ja leer. Hm, könnt doch was ausgießen? Der ist leer, also. Dann nehmen wir den Fusel mal mit. In einer Runde, ich weiß nicht warum, konnte ich da drin Leichen verstecken. Aber das geht jetzt irgendwie nicht. Ach Junge, dich will ich reanimieren. Passiert nichts mit dem Feuerlöscher. Na, schade. So, können wir euch jetzt hier nochmal so ein bisschen... Oh, warte mal. Ja, wir geben jetzt ein Kondom. Ah, die sind die Polizei. Scheiße. Was, die Leiche stört der Dame nicht? Abgemacht, ich... So, 3 von 8 haben wir schon mal. Los, tanzen! Party on! Party on! Kommt keiner. Lohnt irgendwie nicht, finde ich. Dann lassen wir es mal. Untersuche das gesperrte Zimmer. Ja, da müssen wir auch mal gucken, wie wir da hinkommen. Das würde mich auch mal interessieren. Ich bisher immer vergessen. Krieg ich nicht gekillt. Ich traue mich nicht, dich von hinten zu killen. Ah, jetzt kommen wir mal das Kaugummi. Kaugummi sah schon. Kondömchen. Geben wir mal. Ich mag schöne Menschen. Ja, komm her. Knickknack. Komm. Dafür braucht man das Kondom. Die folgen dann ein. Und so haben wir schon 4 von 8. Oh, du allein hier am Grill? Ist aber kein toller Grill. Schlüsselkarte nehmen wir euch nicht. Lass ihn einfach mal liegen. So haben wir schon 5 von 8. 39 Leute haben wir gekillt. Läuft eigentlich gerade. Läuft. Die Sicherheitsleute gehen mir auf den Sack hier. Da ist ein Fenster. Mal her. Ablegen. Polizei kommt. Ja, die rennen auch da in die Richtung. Nimm die schon mal mit. Okay, das stört ihn wohl nicht. Ah, die wurde auch entdeckt. Ich kann nicht widerstehen. Die ist auch gerade super. Ah, die Polizei kommt da unten. Oh, ich kann nicht widerstehen. Komm, komm. Ab aufs Klo. Ach, ist voll. Dann hier leg ich zu den anderen Typen. Ey, ey, ey. Bleib mal liegen da. Ah, da draußen ist die Putze. Hier, ich zeig euch mal. Die haut uns mit dem Mob um. Ah, da... Was, die ruft die Polizei?
Oh nö. Und oben kommt der Security-Mann. Das habe ich bisher noch nicht gehabt, dass sie die Polizei ruft. Ich hoffe, das macht sie nicht. Ah, unten war ein Ziel, ne? Entschuldigung, Entschuldigung, ich tue dir nicht mehr weh. Ey, ich mach doch nichts mehr. Alter, dumme Hure. Hier gebe ich kein Trinkgeld. Halt die Fresse. Ah ja, ich muss noch einen Arzt reanimieren. Und wir müssen in diesen geheimen Raum rein. Tanzen? Tanzen? Ach, ich mach's jetzt einfach komplett mich am Arsch. Stirbt nur eine, ist mir West. Oh, Fusel. Hier ist ja eh gerade keiner draußen. Ah, kommen wir da vielleicht in diesen geheimen Raum rein? Nö. Aber gut zu wissen, dass hier eine Abkürzung drin ist. Kommen wir da sonst hin? Also ich glaube, wir können langsam versuchen, noch alle zu töten. Läuft echt gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir sie langsam nur einzeln kriegen. Da wacht man da hinten oder was? Ach nee, es ist unten noch ein Ziel. Aber der Wachmann ist auch da hinten. Aber er ist oben. Die schlafen. Ach, jetzt kommt noch einer. Der Wachmann, ja. Da können wir ihn nehmen. Zack. Da unten ist das Wachmann-Symbol. Ich versuche die trotzdem nochmal wegzukriegen. Nein, wir versuchen es nicht. Wir hauen ab. Schnell weg. Mit dem legen wir uns nicht an. Das ist kein Spaß. Hier ist wieder ein Opfer. Ey. Alter, was geht draußen hier? Komm her. Klatsch. Shredder-Time. Oh, oh, nein, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir haben getötet? Alter. Wir haben den getötet. Ach, wir haben ihn wahrscheinlich in die Falle geschubst. Geil, das ging. Cool. Ja, nice. Dann können wir jetzt oben noch besser schnitzeln. Dann haben wir oben hier Mülltonnen und ja, keine Wachperson mehr. Zwei Wachmänner haben wir noch, aber da sind einfach zu viele Leute, um die zu töten. Und die müssen sie uns jetzt echt nehmen, wenn sie einzeln da sind. Und dann kriegen wir sie. Wachmann reanimieren. Ja, und das gesperrte Zimmer würde mich noch interessieren. Ah, die Nonne kam gerade aus der Richtung. Okay. Kann ich die nehmen? Kann ich damit Leute anlocken? Fallen lassen? Und einschalten. Ach nein, das ist eine Falle. Der geht gleich hoch. Pass auf. Der weiß ich nicht. Traue ich jetzt nicht. Die Polizei kommt, okay. Oh nein. Ich will die Leiche nehmen. Leiche nehmen. Wir haben den Ausgang freigeschaltet. Aber das Bargeld brauche ich nicht.
Scheiße, was im Auge. Oh, du bist alleine hier? Nee, doch nicht. Ich trau mich da nicht mehr am Ghetto Blaster hinzugehen. Oh, er ist jetzt alleine, ne? Nehmen wir dich auch mal weg. So, Ausdauer geht langsam auch kaputt. Ah, schade, die ist gerade aufgestanden. Mal mit. Wird ja langsam anstrengend hier, ist ja Arbeit. Was die Müllabfuhr sich wohl denkt? Oh, ist die Mülltonne schwer? Oh, was ist denn da drin? Leichen? Nein! Na, komm her. Ich reanimieren wir mal. Gleich wieder umhauen. Ich hab's schon mehrfach gemacht. Aber ich find's lustig. Oh ne, Entschuldigung, will ich nicht. Den wollen wir, komm. Ach wohl, komm, lass liegen. Das hält doch keinen mal auf hier. So, oh. Da kommen meine Kopfschmerzen langsam wieder durch das Lachen. Na, den auf dem Bett, wie gesagt, kann ich nicht töten. Und wie komme ich in dieses Scheißzimmer? Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch so eine Luke finden, die da unten ist. Ah, doch, da, warte mal. Kommen wir hier vielleicht durch? Oh, warte mal, der eine hat noch eine Karte gehabt, ne? Hey, yo, was geht? Tschüss. Wir hatten noch eine Karte. Ein Typ hatte so eine Karte hingelegt. Ich dachte, Ghetto Blaster geht kaputt oder so. Hey, geh weg, du tanzt scheiße. Wo war der? Der war doch hier an der Seite irgendwo, ne? Da müsste er wahrscheinlich immer noch liegen. Tausch mal den Fusel, den braucht kein Mensch. Ah, die Karte ist weg, oder? Schlüsselkarte. Hallo Nonne, du alleine hier im Wald? Dann tut's mir leid. Ey, yo, was geht hinter der Hecke, Mann? Pissst du etwa? Nein? Dann bist du jetzt tot. Ja, sind glaube ich beides dieselben Schlüsselkarten. Ah, hier haben wir noch Benzin. Also wäre es ein Versuch gewesen, ne? Laufen wir mal. Komm, hier oben versuche ich sauber zu halten. Unten ist mir egal, ich laufe eh nach oben. Sprich mit deinem Freund. Wo ist denn mein Freund? Hey. Aber wenn sie mir schon entgegenkommt, was soll ich machen? Was soll ich machen? Hm? Soll ich ausweichen mit meinem Messer? Das geht nicht. Die läuft, die ist ja quasi in mein Messer reingelaufen, ne? Also, ich kann nichts dafür. Der nächste. Der hat die Cops gerufen, der Sack. Ach, das wird zu schnell. Das Töten ist so anstrengend. Hm. Ah, da kann ich abbauen. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Nein, nimm die Schlüsselkarte, du Horst. Wie komme ich da rein? Hm. Sieht das aus wie so ein Deckel da oben, aber ist es halt nicht. We'll be right back.
Geh mal oben in die Ecke, vielleicht ist das der Grund, warum die Leute oder warum da oben Wachmann war. Weil ich sehe sonst nichts. Na, da ist ja eh was anderes. Oh, hier in der Ecke wäre auch Benzin gewesen. Ja. Komme ich da irgendwie durch, wenn ich das hier mache? Was hier, wenn ich das hier mache? Dann gibt es da wahrscheinlich Strom und alles geht, ist nicht gut. Dann wollen wir mal Elektroschocker spielen. Hey yo, DJ, du bist scheiße! Du auch scheiße! Und die putzt weiter mit der Legung und setzt sich an, die ist zu stark. In das Zimmer müssen wir gleich rein. Aber ich weiß nicht, wie ich ins Gesperrte komme. Ich habe da jetzt gerade nichts gesehen und nichts gefunden. Also tut mir leid. Auf dem Klo liegt auch eine Karte, aber dürfte wahrscheinlich dieselbe sein, wie wir sie überall finden. Die letzten sieben. Aber ich habe das im Spiel auch schon ab und an gehabt, also bei Teil 1, dass wenn du wirklich nur ein, zwei Leute noch gefehlt haben, dass du dann Scheiße baust, quasi erwischt wirst, ne? Alles schon vorgekommen. Aber die ist hier alleine. Und die anderen. Vier Leute fehlen noch. Hallo, wo seid ihr? Oh, Cops sind da, oder was ist das für ein Symbol da unten? Da ist auf einmal auch, da ist wieder so ein Auge von so einem Wachmann oder so. Benzin kann es da noch voll? Ja. Ist da jetzt irgendeine SWAT-Einheit gekommen oder so ein Scheiß? Ich weiß nicht, ob sowas geht, aber... Ist immer noch ein Sieg. Hä? Der DJ? Hab ich den nicht gekillt? Hä? Achso, das sind einfach die letzten Ziele und die markierte oder was? Feuerzeug wäre noch ganz dufte. Oder? Damit können wir doch auch schon was machen. Molly! Sieht nämlich gefährlich aus da. Jetzt das komische Auge. Und ich treffe sie nicht. Wieso brennt die nicht? Ach so, den Elektroschocker sind die nur ganz kurz gestunt gewesen wahrscheinlich, ja? So, und weg. Scheiß auf das gesperrte Zimmer. Ich will's hinter mir haben. Los! So, das ist nicht das Ende? Doch, oh Gott sei Dank.
Gott sei Dank, endlich geschafft. Dieses Level war so der Horror. Hier ist das Krankenhausregister. Zerstöre die Beweise. Wo waren denn Beweise? Boah. Das war echt schwer, das Level. Das war echt schwer. War bestimmt mein gefühlter 10., 15. Anlauf, ey. Ne, ich glaube eher 10. Weil ich versuche immer alle zu töten. Und dann dachte ich mir jetzt für diese Aufnahme, scheiß drauf. Wir killen nur die ersten 8, aber als wir die 8 hatten, hatten wir schon so 30, 40 Leute gekillt. Und dann dachte ich mir, oh, komm, machen wir mal weiter, ne? Lief doch ganz gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, mal gucken, wie schwer das nächste Level wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.